Warum ist hier jemand im Rückzug? Warum meldet sich jemand vielleicht nicht oder zäh oder irgendwas ist hier? Wir schauen heute genau nach. Wir greifen die Energie vom Jetzt, was sie dir mitgeben möchten. Und Personenkarten sind geschlechterneutral. Das ist dein Gegenüber. Und eine Kollektivleben kann nicht für jeden zutreffen. Verlosung wird es auch gleich geben, gleich am Anfang, weil dann kann das nicht passieren, dass ich dann so im Eifer der Legung dann auf einmal abschalte und denke, ups, da war noch was. Ja, erstmal ein ganz, ganz liebes Hallo an euch alle und alle, die neu hier mit dabei sind. Herzlich willkommen, schön, dass ihr alle mit da seid und alle anderen. Ich danke euch von ganzem Herzen für eure Treue hier auf meinem Kanal. Ein ganz großes Dankeschön und eure Kommentare wieder so wundervoll lieb, auch heute Morgen wieder. Also ihr berührt wirklich immer mein Herz und ich sage es jeden Tag immer wieder. Ich finde es ganz toll und ich fühle mich so ja, berührt von euch und es ist so wunderschön, eure Kommentare immer zu lesen und diese Wärme auch, die ihr mir hier auch gebt und in persönlichen Readings und auch in der Community. Also ein ganz großes Dankeschön. Dann habe ich auch, ich würde mich gerne wirklich bei jedem Einzelnen für die herzlich lieben Kommentare hier auch bedanken, aber das würde hier komplett auch den Rahmen sprengen und ich habe aber Kommentare gelesen, also wie gesagt, jeder Einzelne ein ganz großes Dankeschön an jeden von euch. Und liebe Gabriela, vielen, vielen Dank für dein Feedback, was du mir gegeben hast und deine wundervoll lieben Worte von dem persönlichen Reading, was da alles eingetroffen ist bei dir. Und also danke, ich finde es wirklich wundervoll und danke auch, dass du und jeder andere, der persönliche Readings auch bei mir hatte oder noch hat, mir dieses Vertrauen eben auch schenkt. Ne? Also liebe Gabriela, ein ganz tolles Dankeschön und ich wünsche dir wirklich das Allerbeste. Und liebe Ramona, ja, das mit dem Handy vorher aus... Ramona M., genau. Das mit dem Handy vorher ausschalten, das beim Patrick von dem Kanal Angel Readings und bei mir, das haben wir beide irgendwie gemeinsam. Ja, das stimmt. Das stimmt. Vielen Dank auch du für deine wirklich lieben Worte und danke dafür an jeden Einzelnen, wirklich. Also fühlt euch bitte alle angesprochen, ganz wichtig, okay? So, dann switche ich hier mal ganz kurz wieder um. Haben wir heute wieder die Verlosung, so gestern habe ich sie angekündigt, heute gibt es ja die Verlosung von gestern von dem wunderschönen Heart and Soul Lenormand Kartendeck. Und wo ja auch der Patrick von dem Kanal Angel Readings mit abgebildet ist. Und das gibt es ja auch hier zur Verlosung. Und da hat er mir auch Kartendecks geschenkt, dass ich sie auch hier mit verlosen kann. Und da schauen wir jetzt mal rein. Ich lege das jetzt hier mal zur Seite. Und dann gucken wir doch mal, wer denn hier der glückliche Gewinner ist, wen ich denn hier ziehen darf. Und die, ja, Püppi, liebe Püppi, herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen. Melde dich bitte bei mir, dass ich deine Adresse bekomme. Und dann geht dein Kartendeck auch hier auf Reisen. Und soll ich euch was sagen? Wir machen das jetzt einfach das Ganze nochmal. Jetzt schaue ich bloß gerade, ob ich hier noch mein offenes Kartendeck liegen habe, dass ich, dass ich euch die Karten hier auch mal zeige, weil ich habe selbst auch ein Kartendeck geschenkt bekommen. Und das ist wirklich wunderschön. Also, ja. Da verlose ich jetzt einfach nochmal in allen Kommentaren. Ich schreibe sie mir immer alle ab, die kommentiert haben. Jeder einzelne Name steht hier auch immer drauf. Und dann kommt ihr natürlich alle in den Lostopf hier mit rein. Und wir machen das Ganze morgen nochmal. Ich verlose so gern und ich verschenke so gern. Das macht mir immer so viel Freude, wenn ich euch eine Freude bereiten darf. So, und jetzt fangen wir hier mal an nachzuschauen, was denn da wirklich los ist. Ne? Welches Kartendeck habe ich denn heute jetzt von den Tarotkarten? Ach, ich merke es mir auch immer nicht. Das Gilded Reverie, genau. Das Gilded Tarot, Royal Tarot von Ciro Marchetti und Barbara Moore. So, dann nehmen wir das wieder. Ich muss es einfach nur immer wieder erwähnen. Merken wir aber alle Einzelnen nicht so ganz genau, wie ihr, glaube ich, auch schon festgestellt habt. Dann schauen wir hier allgemein, was beschäftigt ihn. Was ist überhaupt das Thema? Warum der Rückzug? Was ist hier genau so wirklich mit dran an dem Ganzen? Ne? So, dann hätte ich gerne gleich noch eine Tendenz.
dass wir hier auch dann mal die Klarheit bekommen. Gut. Okay. Dann würde ich sagen, schaut euch das bitte mal an. Wir nehmen auch gleich mal die Unterseite des Decks. Drei der Kelche. Ja, da gehen wir dann auch nochmal mit drauf ein. Jetzt schauen wir aber erstmal, was denn hier deinen Gegenüber so stark beschäftigt. Ja. Also hier geht es auf jeden Fall um den Rückzug. Hier geht es um den Rückzug und hier sind Konflikte. Da ist absolutes Chaos. In dem Konflikt, also da so dieses, hier scheint es auch unangenehme Überraschungen vielleicht gegeben zu haben. Also diese Starre, die ich hier habe und ja, diese für sich selbst auch diese Ängste auch. Also irgendwas ist hier eine Starre auf jeden Fall. Veränderung ist hier ein absolutes Chaos zu sehen. Absolutes Chaos und dieses, boah, wie so ein Steinfall, also keine Ahnung, diesen Halt, dieses Haltlose auch, ne? Diesen Halt irgendwie auch verloren. Konflikte definitiv. Und ja, vielleicht ist ja auch Beziehung mit anderen, ne, im Zwischenmenschlichen, oder dass es hier vielleicht auch irgendwie so eine Krise auch gibt, dass hier irgendwas ist, diesen Zerfall habe ich hier. Und so. Ja, jetzt haben wir noch die Fünf der Stäbe. Fünf der Stäbe sagt hier auch aus eine Herausforderung. Also hier diese Krise, da, was denn gegenüber hier gerade drin steckt, ist wirklich eine absolute Herausforderung für jemanden. Und hier ist ziemlich viel Spannung. Konflikte nochmal. Und vielleicht auch hier, ja, dieses Konflikt, ja. Vielleicht aber auch so ein Wettkampf. Ne? Wettkampf, dieses untereinander, so ein, vielleicht auch ein Konkurrenzkampf. Irgendwas sehe ich hier, was ihn beschäftigt. Hier sehe ich aber nicht, dass es hier mit der, dass es mit dir zu tun hat. Wir schauen aber dann noch genauer rein. Weil da ist so dieses Thema, was ich jetzt hier sehe, was ist da vielleicht die Herausforderung? Hier irgendwas scheint es hier gegeben zu haben. Aber was es genau ist, wir schauen auf jeden Fall nochmal nach. Ne? Also Klarheit würdet ihr auf jeden Fall hier bekommen. Und hier ist aber auch so dieses eine Herausforderung stellen. Also, dass er sagt, ja, ich weiß, ich kann es, ne? Diese Herausforderung stellen. Also nicht hier aufgeben, sondern da wirklich rauskommen wollen. Ne? Diese ja, Veränderung auch. Also irgendwas tut sich hier ganz gewaltig. Denn ich sehe schon, dass dann gegenüber diesen Konflikt und diese Spannung, die hier gerade ist, dass da dieses Zusammenraufen auch wieder mitgezeigt wird und dieses, ja, wir schaffen das oder ich schaffe das. Ne? So, dann schauen wir mal, wenn wir jetzt hier gleich weitergehen und die drei der Kelche, die Unterseite des Decks noch mitnehmen, dann geht es hier wirklich darum, was hier seine Intention ist. Ne? Also dieser Bereich, der nichts mit dir zu tun hat, haben wir jetzt hier nochmal hier geht es um die Gemeinschaft. Ne? Gemeinschaft, das scheint ja auch mit Freunden in seinem Umfeld zu tun zu haben. Und warum er das jetzt hier alles, diesen Konflikt, das Ganze lösen will und in diesem Chaos hier auch komplett drin ist, hat hier damit zu tun, weil er in diese Zufriedenheit, er ist nicht zufrieden, er will in die Zufriedenheit, in dieses Unbeschwerte. Und dieses Zusammenkommen auch, ne? Und er will da auch was erreichen und will wirklich auch weiterkommen. Und will nicht mehr, will raus aus diesem Rückzug, raus aus diesem, ja, will er sich nicht mehr abhängig vielleicht machen von Freunden, ne? Hier dieses, in diese Leichtigkeit reingehen. So, und dann ist das mal ganz schön spannend, würde ich jetzt sagen. Schauen wir jetzt mal. Ups. Dann schauen wir jetzt hier mal weiter. Okay. Hier geht es um die Veränderung. Es passt hier wirklich da, dieses Chaos, was da ist. Da möchte jemand ganz stark raus. Veränderung ist hier zu sehen. Das ist so ein Konflikt. Ja, hier habe ich auch Ärger liegen. Ärger, hier geht es um Entscheidungen und hier ist auch dieses nichts Falsches tun. Also hier jetzt auch dieses hin und her überlegen. Also hier
diesen Ängsten auch stellen und auch Ärger, Streit in Kauf nehmen. Das ist hier großes Thema. Weil dein Gegenüber will hier wirklich weiterkommen, er will vorankommen. Und ich habe hier so ziemlich plötzlich, ne? Also dieses, da ist nicht mehr dieses lange Warten, hier ist wirklich die Veränderung, hier ist die Bewegung auch zu sehen. Und hier ist ziemlich die Unruhe. Also hier ist Unruhe, Chaos, also es passt hier wirklich perfekt zusammen. Hier gibt es eine Veränderung in seinem Umfeld. Und da sage ich mal, dass ja, hier diesen Bereich, diese Unruhe, diesen Ärger, diesen Streit, ne? Ja, da geht es um dich. Also nicht wegen dir jetzt den Streit, aber dieses, es hat jetzt erstmal nichts mit dir zu tun, sein Umfeld. Er will ja aus was ausbrechen. Vielleicht hat er dir eine Situation hier auch gehabt. Ja, diese Situation, die war vielleicht nichts Halbes und nichts Ganzes. Vielleicht auch hier einfach nur eine Affäre, dass ihr miteinander hattet. Ne? Und da war so diese Unbeständigkeit. Und hier einfach, dass er sich jetzt gerade nicht bei dir meldet, ist einfach, weil er hier seine Dinge zu klären, zu regeln, zu lösen hat. Das sind seine Themen. Hier definitiv was zu klären ist. Streit, Ärger sehe ich hier auch mit einer anderen Person. Ja, und hier bei dir, wie gesagt, mit dir hat es hier nichts zu tun. Warum dieser Ärger? Das ist ja der Grund, du der Grund bist, weil er nichts mehr mit dir zu tun haben möchte. Das sehe ich hier nicht. Ne? Hier ist hier seine Themen. Hier heißt es, die zu klären. Er ist praktisch komplett überschüttet, belagert mit Problemen, mit seinen eigenen Themen. Also jemand hat hier massive Themen. Und das ist auch das, warum auch dieser Rückzug. Und das ist das, was ihn immer wieder festgehalten hat, in den Rückzug gezogen hat, geschoben hat. Und hier möchte jemand wirklich diese, bei dir sind es die Glücksgefühle, hier die Gedanken an dich, Glücksgefühle, diese glückliche Nachricht, dieses Weiterkommen, diesen glücklichen Erfolg, Ereignisse sehe ich hier. Und das ist das, wo dein Gegenüber hin möchte. Jemand möchte komplett hier in deine Richtung, aber schaufelt sich hier ganz stark frei. Ne? Ja? Und hier ist auch dieser Abbruch zu sehen. Also das, was hier mal gewesen ist, alte Verhaltensmuster, ja, alte Sachen, wo er immer wieder festgehalten hat, was ihn jetzt komplett auch überrollt hat, diese Themen, werden jetzt hier komplett abgelöst, werden aufgearbeitet und dieses Ablösen von Altem. Ne? Vielleicht auch deswegen, dass sich jemand von dir getrennt hat. Ne? Also wenn es hier eine Trennung gegeben hat, war es, weil das hier nicht bereinigt war, weil das einfach zu viel gewesen ist. Hier sehe ich auch, hier konnte dir jemand nicht genau das geben, was du wirklich auch verdient hast. Und immer wieder der Rückzug, den ich hier sehe. Ja, deswegen auch in den Rückzug gegangen. Hier ist es auch, warum dein Gegenüber vielleicht eigenartig. Hier ist Liebe. Hier ist Liebe bei euch mit dem Spiel. Also gar keine Frage. Ne? Ja, hier ist auch mit der Arbeit komplett überschüttet. Ne? Hier will dein Gegenüber, will aber hier wieder Unternehmungen mit dir. Die Unternehmungen werden hier auch gezeigt. Und hier ist aber, was mir das hier auch zeigt, wenn ihr Kommunikation habt, dein Gegenüber hier auch in den Rückzug geht in der Kommunikation mit dir. Ist es auch dieses, er ist überfordert. Jemand ist überfordert. Hier sage ich auch, du, in der Kommunikation, du bist hier ziemlich aktiv vielleicht auch und schreibst recht viel. So, also dein Gegenüber sehe ich hier so, okay, er schreibt hier eine Nachricht und du antwortest hier mit 3 oder 4 Nachrichten wieder zurück oder so einer langen Nachricht. Hier ist aber die Auffassungsgabe von jemandem nicht so bereit, weil überschüttet hier Chaos mit allem anderen, die auf alles exakt zu antworten. So, bei dir kommt dann die Unsicherheit rein, dieses, ja nee, der interessiert sich ja gar nicht mehr, antwortet hier das und das nicht, ne? Und gehst dann du vielleicht auch hier dieses, boah, warum antwortest du da nicht drauf oder sowas, so in der Art, ne? Und machst dir aber selber immer wieder, kommst, wirst nervös, weil du denkst, Moment, das ist doch ganz anders immer mal gewesen. Hat aber nichts mit dir zu tun. Ist einfach nur zu viel Input, welches dein Gegenüber bekommt von dir. Hier heißt es auch, dieses ein bisschen hier zurückfahren. Na? Also da ist es so, du schreibst 3 Sachen, na?
Dieses, wie geht's dir da? Das schauen wir dann gegenüber eh nicht so wirklich dann drauf, so, dass er das so gerne hat, diese Frage, ne? Und dann schreibst du dieses, wie geht's dir? Und hast auf meine letzte Nachricht nicht geantwortet und was ist da los bei dir? Was hast du heute Abend gegessen? Oder was machst du morgen früh? Irgendwie sowas, ne? Oder wie war dein Tag? So, diese anderen beiden Nachrichten liest dein Gegenüber nämlich gar nicht, weil hier sehe ich komplett diese Überforderung immer mit dieser Aktivität zu viel, was du geschrieben hast hier in den Nachrichten. Und dein Gegenüber nimmt hier das nämlich wahr, dieses Negative, ne? Also so dieses, warum antwortest du nicht? Oder, und alles andere sieht hier jemand nicht. Das habe ich hier deutlich liegen. Und du interpretierst dann hier zu viel rein, wo hier, was mir hier bei dieser Legung deutlich gezeigt wird. Ne? Also da heißt es, es hat nichts mit dir zu tun. Hier ist es einfach nur, dass es nicht an dir liegt, warum man nicht antwortet, sondern einfach, es ist zu viel. Er ist zu überladen. Da ist so dieses, er ist voll. Die Aufnahme und die Auffassungsgabe ist gerade nicht da. Du kannst dich hier nur auf ein was fokussieren. So. Und da ist dein Gegenüber gerade hier an diesem Punkt, wo er mehr das Negative wahrnimmt oder sehen will oder diese Gefahr läuft, das Negative zu sehen, weil er hier ist, dieses Dünnhäutige habe ich ziemlich stark, und da sich dann daran festbeißt. So, und dann dieses kurz hier dir vielleicht Nachrichten schreiben oder gar nicht Nachrichten schreiben, diesem aus dem Weg gehen, weil er komplett überladen und überfordert ist mit seiner Situation, die nichts mit dir zu tun hat. Dieses, wenn ich jetzt schreibe, ich kann ja gar nicht die Aufmerksamkeit geben. Und dann bekomme ich wieder solche langen Texte. Ne? Dieses Bombardieren mit Nachrichten vielleicht und da so ein bisschen aus dem Weg gehen. Aber das ist einfach nur, weil er diesen Platz schaffen möchte. Hier, es gibt sehr viel Ärger. Es hat auch mit der Arbeit zu tun. Es sind Themen, die hier er schon länger vor sich hingeschoben hat. Alte Verhaltensmuster. Und das wird aber hier alles komplett aufgelöst, abgelöst. Ne? Und hier heißt es auch, aus der Trennung, die ihr hattet, oder dieser Stand, der jetzt gerade so ist, da will dein Gegenüber ausbrechen, in diese Verbindung mit dir kommen. Also das, was mal gewesen ist, so wie der Stand ist, das will hier jemand nicht mehr. Denn er will hier komplett die Veränderung, den Neubeginn. Und das alles hier ins Wachstum bringen. Diese Veränderung mit dir, was entstehen lassen. Neu entstehen lassen. Anders. Also hier, er möchte mit dir, er möchte dich an seiner Seite und dass ihr wirklich in der Leichtigkeit sein könnt, in einer Beziehung, in einer Verbindung miteinander, in Kontakt und er möchte es langsam entstehen lassen. Langsames Wachstum. Aber anders, als es mal war. Es war vielleicht chaotisch, es gab immer Stress, es gab Ärger, es gab immer wieder Konflikte, Konfrontationen, immer wieder diese Veränderung und hat mit seinem Umfeld ja auch zu tun. Und hier absolut diese Überforderung. Aber da wird hier jemand ausbrechen. Denn du bist hier ganz, ganz wichtig. Denn hier spricht das Herz. Und da atmet du auch mal durch. Weil hier ist jemand, der sagt zu dir, ich möchte mit dir das Ganze entstehen lassen, neu entstehen lassen, auf einer ganz anderen Basis, auf einer Basis wirklich der Liebe und der Leichtigkeit. Ich möchte hier aufräumen. Ich möchte hier wirklich Luft machen und mir den Platz schaffen für einen gemeinsamen Weg mit uns beiden. Und das ist das, was dir jemand auch sagen möchte. Und deswegen auch dieser Rückzug. Der Rückzug, wie gesagt, seine Thematiken, die hier sind. Weil es hier absolut überfordert. Und so eine Schwere, so eine Last, da prallt alles bam, bam, bam von jeder Seite hier komplett rein. Und wirklich ziemlich viel Ärger, den ich hier auch sehe. Ne? Und da ist so dieses, ja, er hat da so diesen Drang, er muss das alles schaffen, er will. Aber er ist nicht so dieses, mit deinen Nachrichten vielleicht auch, ne, oder dir schreiben, es ist überfordert. Er will dir eben Zeit schenken, Zeit geben. Und das wirst du auch von ihm spüren. Und hier nimm nicht alles so bis ins Detail genau wörtlich. Und münz das nicht auf dich, wenn hier jemand nicht schreibt.
ne, dass du der Grund bist. Weil mit dir hat das hier nichts zu tun. Das hat hier nur mit seinem negativen Bereich zu tun und du bist hier absolut im positiven Bereich bei deinem Gegenüber. Ne? Weil die Gedanken sind voller Liebe an dich. Und er möchte hier Bewegung wieder reinbringen. Er möchte hier was entstehen lassen. So, dann schauen wir mal, was hier weiter entsteht. Ne? Wow. Hier hat jemand seine Entscheidung getroffen. Und hier rüttelt nichts mehr dran an dieser Entscheidung. Diese Entscheidung, was ich hier gesagt habe, dieses mit dir einen gemeinsamen Weg gehen. Die Entscheidung, das hier komplett abzulösen. Sich hier von dem ganzen Stressfaktor, der ihn schon ziemlich lange belastet und der so zäh ist und immer wieder diese Schwere auch ist, diesen Streit, Ärger, Auseinandersetzungen, Diskussionen mit anderen Personen in seinem Umfeld. Kann es hier Geschäftspartner sein, der Chef sein, Freund, Onkel, Vater, also alles ist hier möglich. Ne? Und hier die Entscheidung hat hier jemand getroffen. Da gibt es nichts mehr dran zu rütteln. Und da ist es auch sein Wunsch, das zu tun. Weil hier dein Gegenüber möchte nämlich wieder in sein Chaos Struktur reinbringen. Für dich, für einen gemeinsamen Weg. Für gemeinsame Treffen, Unternehmungen. Struktur. Das ist seine Intention. Und da absolut momentan, ja, diese Überforderung, aber da kommt Struktur auch wieder rein. Hier wird es nämlich auch in die Balance gehen. In diese Balance, in die Ausgeglichenheit, hier komplett der Wandel, die Wende. Denn hier geht es auch für dich in die Wunscherfüllung. Und hier ist jemand sehr zielstrebig, in deine Richtung unterwegs. Da ist sehr viel Aktivität zu sehen. Ja, dann haben wir die drei der Münzen. Drei der Münzen sagt hier auch dieses, die alten Verhaltensweisen von jemandem, dass die abgelegt werden. Das wird hier überwunden. Ne? Und da ist es, passt ja perfekt, da ist ja komplett dran, das Ganze hier zu überwinden. Und diese alte Ebene wird jemand hier verlassen, es komplett mittendrin ist zu verlassen. Denn er hat gelernt. Und dieses Ziellose, was er hier hatte, da ist das Ziel jetzt hier ganz klar. Zielstrebigkeit. Ups, da sind wir. Zielstrebigkeit. Und hier wird es weitergehen. Definitiv. Dein Gegenüber hat nämlich sehr hart auch an sich und seiner Situation hier gearbeitet, weil er das nicht mehr will. Er will hier wirklich, der kann dich nicht vergessen, der kann nicht aufhören, an dich zu denken. Und hier ist es auch so, dass dir hier jemand auf einer anderen Ebene wieder begegnet und diese andere Ebene mit dir gemeinsam beschreiten möchte und hier was entstehen lassen möchte. Und die alte Ebene wird hier definitiv verlassen. Also da, der Plan steht, ne? Also bei deinem Gegenüber, er sagt auch hier, mein Plan steht. Und da ist dieser Fortschritt auch zu sehen. Er will es auch. So, und jetzt haben wir noch den Pagen der Kelche. Page der Kelche hier, da wird auch jemand die Chance nutzen. Ne? Also hier wird hier auch jemand liebevoll entgegenkommen. Hier wirst du auch diese Liebeserklärung, ne, haben wir hier auch liegen. Hier ist sehr, sehr viel Aktivität. Liebe sagt, die Gefühle werden hier wirklich auch gesagt. Die wirst du auch spüren. Weil hier ist dein Gegenüber nämlich an diesem Punkt, wo es sehr emotional ist. Und ja, diese Neugierde auch hat, dir auf dieser anderen Ebene zu begegnen und hier weiter voranzukommen mit dir. Hier möchte auch jemand ja, auch wenn ihr Auseinandersetzungen hattet, in die Versöhnung gehen. Und hier ist es auch, dass dein Gegenüber, dass hier jemand auch dich bittet, dass du hier diese Unterstützung ihm auch gibst auf dieser anderen Ebene von der Begegnung her. Weil ich sehe hier auch, dass es vielleicht so war zwischen euch. Das war keine so wirklich gesunde Basis. Das Kennenlernen sollte es sein. Aber jeder hatte seine Aufgaben hier auch noch zu lösen in dieser Zeit. Ne? Die Veränderung. Und hier heißt es, da kommt wirklich Bewegung rein. Und hier wird jemand auch dieses, der wird liebevoll entgegenkommen. In deine Richtung. Und das ist seine Intention, dir liebevoll entgegenzukommen. Weil hier gibt es für ihn keine Starre mehr, keine Zweifel mehr.
Ja, du kannst ja auch mit Komplimenten rechnen. Also wenn es nicht gleich so die Liebeserklärung ist, auf jeden Fall, dass du hier Komplimente bekommst. Vielleicht auch die Gefühle so ein bisschen, aber zeigen. Auf jeden Fall, du wirst es spüren, dass da Gefühle sind. Diese Wärme, ne? Wow. Sehr interessante Legung. Ihr Lieben, ich wünsche euch von Herzen alles, alles, alles Liebe. Danke, dass es euch gibt. Danke für euer Sein. Tschüss.